Einen wunderschönen guten Morgen aus G9. Heute ist Montag, der 10. Januar 2022. Heute geht's los. Heute geht's ans finale Taschepacken. Wie ihr seht, ich habe dort schon so ein bisschen alles zurechtgelegt. Das alles hier will ich mitnehmen. Und wie das genau im Einzelnen aussieht, das zeige ich euch jetzt. Das hier ist der Koffer. Der Koffer ist von meiner Mutti, ist noch so ein alter, ich weiß gar nicht, ob das aus den 90er oder DDR-Zeiten sogar ist. Sogar noch mit Riemenverschluss. Gut, okay, dann fangen wir mal an. Also, Schuhwerk nehme ich wieder meine altbekannten Kiensandalen mit. Ja, die sind schon ein bisschen in Mitleidenschaft geraten, aber das sollte funktionieren. Also, ich nehme auch nur ein paar mit. Dann haben wir hier meine Schlafutensilien, Schlafsack, das ist der Wechselschlafsack, der ist etwas dicker. Dann mein aufblasbares Kopfkissen, dann eine Isomatte, auch von Wechsel und das Zelt, das Exogen 1, auch von Wechsel. Genau, und hier vorne ist dann die Zeltunterlage. Dann haben wir hier das ganze Zubehör bzw. ja, die Werkzeugabteilung, dann nehme ich mit zwei neue Bereifung, dann drei Ersatzschläuche, ganz wichtig Panzertape und Kabelbinder. Dazu kommt hier noch meine Rohloföl. Dann habe ich hier noch ein bisschen Kettenfett, dann auch ganz wichtig Powerkleber, falls mir irgendwie was kaputt geht, gerade bei den Sandalen oder so, dann kann man das hier schön mit flicken. Große Trinkflasche. Da habe ich auch so ein paar kleine Zubehörutensilien drin, zum Beispiel Flickzeug. Dann habe ich hier so eine Zange, Rohrzange noch. Das ist gar nicht meine. Die gehört Joseph aus Peru. Die hatte ich mir damals ausgeborgt. Die bringe ich Ihnen jetzt wieder mit. Dann habe ich hier noch so eine kleine Luftpumpe drin, Schraubenzieher, Reifenheber und ein paar Karabinerhaken. Habe ich hier ein Seil, dann so ein Netz. Hier für die Gepäcktaschen hinten zum Festmachen. Stirnlampe ganz wichtig. Dann geht es hier weiter. Das ist meine Bekleidung. Strümpfe. Da kommen noch ein paar Unterhosen rein. Die sind jetzt noch nicht drin. Dann habe ich hier ein Shirt und ein Hemd. Luftiges Hemd. Und zwei kurze Hosen. Eine lange Hose, die ziehe ich ja am Mittwoch an, wenn ich losfliege. Und diese Jacke. Ja, und das sollte, glaube ich, denke ich mal, reichen. Weil in Südamerika ist ja zurzeit Sommer und da braucht man nicht ganz so viel dicke Sachen. Hier geht's weiter. Das ist meine Gürteltasche. Da habe ich so Geld, Kreditkarte, Passport und der Impfnachweis, der ist dort drin. Kleines Taschenmesser kommt in die Lenkradtasche. Wichtige Unterlagen. Dann meine Uhr, meine G-Shock. Die habe ich schon in China, in Spanien, also meine Europa-Tour, China-Tour, die letzte große Amerika-Tour. Ja, die war schon fast überall auf der Welt. Die kommt auf jeden Fall mit. Das ist immer ganz gut. Da habe ich zwei Zeitzonen und eine Temperaturanzeige. Dann haben wir hier hinten die Technikabteilung. Diese drei Sachen. Das ist das neue Solarpanel. Das kommt auch in die Lenkertasche. GoPro-Akkus, Ladekabel fürs iPhone, da kommt noch zwei, drei Kabel mit rein. Die sind gerade noch in Gebrauch. Und hier meine Elektronik-Zubehörabteilung, da habe ich ein paar GoPro-Aufsätze, ich glaube zwei sind das nur. Dann ein paar Ersatzkabel, Speicherkarten sind da noch mit drin. Ja, und das war es dann auch schon. Hier vorne, das ist mein Kochtopf, den habe ich mir jetzt neu geholt. Da habe ich die S-Bit-Tabletten. Da drin ist auch noch ein Windschutz. Der ist auch immer ganz praktisch, gerade wenn man so in der Wüste ist. Als nächstes ist das dann die Kosmetikabteilung. Hier habe ich dann Zahnbürste, Deo-Roller, Rasierapparat hier vorne, damit ich meine Haare auch schön kurz halten kann. Ich bin ja ein Kurzhaar-Frisurenträger. Und den Bart, dass ich den Bart dann auch ein bisschen stutzen kann. Ist mit Akku betrieben. Kann ich dann zwischendurch überall so ein bisschen laden. Als nächstes ist dann die Reiseapotheke dran. Ja, so ein Erste-Hilfe-Set mit Pflastern. Pflastern. Ja, dann hier so eine Zeckenzange ist da mit drin. Und hier, ja, so ein paar Tabletten.
Kopfschmerztabletten, Übelkeit, Durchfall, ja, alles, was man so braucht. Ja, hier haben wir dann noch meinen Kalender. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich habe ja einen Kalender anfertigen lassen für 2022. Das sind so ein paar Impressionen von meiner Reise, die ich zuletzt in Amerika hatte. Da habe ich ein paar Stück verkauft im Internet, bei uns hier in Gneuen, meiner Heimatstadt, ja, um so ein bisschen die Reisekasse aufzubessern. Zwei Kalender nehme ich mit, einmal für Mittag, für meinen Kumpel in Lima, bei der Familie, wo ich bleibe, und für Joseph und Anira, die sind in Südperu. Ja, die hat mir damals auch sehr geholfen. Ja, das ist sozusagen ein kleines Dankeschön dafür, dass sie mich unterstützt haben. Das, was ich euch jetzt gerade gezeigt habe, das war das Aufgabegepäck. Also das hier alles kommt dort in den Koffer rein. Gewogen habe ich das Ganze auch schon mal. Das sind 18,6 Kilogramm. Ja, da kommen, wie gesagt, noch die Unterhosen mit rein. Also so, dass ich nachher so um die 19 Kilo zusammengepackt habe. Bis 20 Kilo darf ich haben, also bin ich noch im grünen Bereich. Das soll es gewesen sein. Wieder mal aus meiner Gneuner Wohnung. Ja, wieder einmal verlasse ich mein Heimatland, meine Heimatstadt, Kleinstadt Gneuen. Ja, ein bisschen traurig bin ich schon, weil es ist immer wieder, ein Abschied ist immer wieder schwer. Gerade auch, weil ja, mein Sohn, mein kleiner Sohnemann, habe ich gestern übers Wochenende noch da gehabt. Ja, haben noch ein bisschen Zeit verbracht. Und ja, Abschied, wie gesagt, fällt immer sehr schwer. Mein ältester Sohn, der ist inzwischen schon 18 Jahre alt. Da fällt der Abschied nicht ganz so schwer. Also, er versteht das, was ich mache. Und ja, letztendlich wissen die beiden, beziehungsweise auch meine Familie, der Abschied ist ja nicht für immer. Man kommt ja irgendwann wieder, heil und gesund natürlich. Die Tasche packe ich jetzt gleich. Jetzt kommt gleich nochmal ein Reporter. Der will mich nochmal ein bisschen interviewen. Dann fahre ich zu meinem Haus. Da werde ich mich von den Tieren verabschieden. Dann nehme ich euch auch mit. Dann ja, muss ich die Tiere auch noch schnell ausmisten. Danach geht's dann zur Post. Zeige ich euch mal. Ja, da habe ich noch ein paar Pakete, die ich wegschicken muss, ein paar Kalenderpakete. Und dann, ja, dann geht es, glaube ich, los. Und zwar, mein Plan ist, heute ist ja Montag und am Mittwoch, also am 12. Januar, geht ja mein Flieger von Berlin. Und ja, da ich in Schwerin auch noch Familie habe, ja, fahre ich heute schon los mit dem Zug. Meine Mutti oder mein Onkel, glaube ich, der wollte mich bis zum Bahnhof fahren. Und dann verbringe ich die letzten zwei Tage noch in Schwerin mit meiner Familie. Und werde dann am 12., also Mittwoch, so gegen Mittag, von Schwerin nach Berlin losfahren mit dem Zug. Der Zug fährt direkt bis zum Flughafen hin. Das, denke ich mal, ist ein ganz guter Plan. Kann ich nochmal zwei Tage ganz in Ruhe entspannen, nochmal alles durchgehen, ob ich was vergessen habe oder nicht. Und dann geht mein Abenteuer erneut wieder los. Gneuen to America 3.0. Ich bin jetzt auf dem Weg zu den Hunden, zu den Schweinen. Den werde ich jetzt auch noch Tschüss sagen. Also erst ausmisten, Tschüss sagen. Und dann gibt es noch lecker Fleisch. Habe ich eingekauft. Von der Fleischerei aus Gneuen. Ja, und dann fahre ich noch zu der Familie hin, die sich quasi um meine Tiere kümmert während dieser Zeit. Und dann packe ich den Koffer fertig, final fertig. Und dann fährt mich mein Onkel zum Bahnhof. Und dann geht's nach Schwerin. Aber erst, wie gesagt, geht's jetzt zu den Tieren. Hier, was ist denn? Hier, was ist denn?
Ihr seht, die freuen sich schon. Werde ich noch eine kleine Runde gehen mit denen. Einmal zum Kuhstall und zurück. Hier, was denn? Schröder! Schröder! Komm hoch! Hier! Komm hier! Hopp! Hier fein! Hier fein! Hier fein! Hopp! Die werde ich jetzt mal rauslassen. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Hier, was denn? Hier, was denn? Komm mal hier. Komm mal hier, hier. Hier lang. Komm mal hier. Hier, fein. Das hier ist Lise. Und das hier ist Lotte. Ja? Ja, fein. Die können sich erstmal ein bisschen austoben draußen. Gleich gibt es ja noch Futter. Dann werde ich sie noch ein bisschen ausmisten. Aber jetzt hole ich erstmal die Hunde raus. Das ist da. Schröder. Und hopp, raus, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Ja. Ja, los. Boah, die sind aufgeregt. So, gut. Hopp, 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 hopp. Jetzt geht's ans Schwein ausmisten. Wasser rein. So. Ja, gleich. Hey, Lise und Lotte, gleich gibt's Happa Happa. So, dann lass mich mal durch. Los, ab. Hier habt ihr Futter. Ja. Die Schweine sind versorgt, die Hunde sind versorgt. Jetzt geht's nach Gneuen, Koffer packen. So, ich bin fertig. Ja, ganz schön stressig gewesen. So, ich musste noch den Koffer einpacken
Und jetzt gehe ich zu Mutti und zu meinem Onkel und die fahren mich dann zum Bahnhof. Der Zug geht in 30 Minuten. Tschüss Wohnung und bis zum nächsten Mal. So, ich bin jetzt angekommen in Schwerin. Hier werde ich jetzt die nächsten 2 Tage verbringen und dann geht es am Mittwoch auf nach Südamerika.